x-tausend Jahren in der Bretagne tonnenschwere Steinmale, die Menhire. Wer das bauen konnte, der musste auch zu langen Seereisen in der Lage gewesen sein, meint Görlitz. Und in einem Megalithgrab aus dem 3. Jahrtausend vor Christus glaubt er, Hinweise darauf gefunden zu haben. Innen entdeckt man merkwürdige Gravuren. Bis heute wurden die seltsamen Schnörkel nicht enträtselt. Görlitz verleiten die Symbole zu einer verwegenen Spekulation. Wir sehen also hier eine Darstellung, die die Ostküsten des Atlantiks wiedergibt. Wir haben im vorderen Teil eine Bootsdarstellung. Daran schließen sich an halbkreisförmige Reihen von Kreisen, die die großen Inselketten im Atlantik zeigen, weiter draußen die Azoren. Und diese Kreise hier symbolisieren möglicherweise den Ausgang der Straße von Gibraltar mit den großen Landkontinenten Europa und Afrika. Und all das liefert Indizien für die Interpretation, dass wir es hier mit echten Seekarten zu tun haben. Kaum ein Experte wird sich dazu hinreißen lassen, in diesen Zeichen die Straße von Gibraltar, die Azoren und links ein vorzeitliches Langboot zu sehen. Und wie hätten Menschen 5000 Jahre vor Christus über solch ein geografisches Wissen verfügen können? Görlitz glaubt, Robbenjäger paddelten während der Eiszeit entlang der Packeisgrenze bis nach Nordamerika. Das Wissen um die Kontinente brachten sie nach Europa zurück. Doch diese Theorie bezweifelt Professor Sean McGrail, Experte für vorzeitliche Seefahrt. Irgendwann gelang es den Menschen, Amerika vom eurasischen Kontinent aus zu besiedeln. Der genaue Zeitpunkt ist umstritten. Es kann bereits um 40.000 vor Christus gewesen sein, vielleicht war es aber erst 20.000 Jahre vor Christus. Über See musste niemand reisen, denn damals gab es eine Landbrücke. Die Rede ist von einer riesigen Völkerwanderung über die Beringstraße, die einst Asien und den hohen Norden Amerikas verband. Die Menschen besiedelten Stück für Stück die neue Welt. Inwieweit Bootsreisen über den eisigen Nordatlantik stattfanden, ist umstritten. Nördlich des 40. Grads nördlicher Breite und südlich des 40. Grads südlicher Breite konnten Schiffboote nicht eingesetzt werden. Die Bedingungen waren zu unwirtlich. Die Seefahrer wären erfroren. Trotzdem ist es nicht undenkbar, dass Menschen den Atlantik überquerten. Nicht am 40. Breitengrad bei New York, sondern viel weiter südlich. Der Äquatorialstrom ist wie ein großes, warmes Förderband. Perfekt für Boote. Und nach der Eiszeit hätten vorzeitliche Segler mit dem Golfstrom nach Europa gelangen können, wenn die Menschen damals dazu technisch in der Lage waren. Genau dieser Frage stellt sich die Crew. Ihre Abora sinkt immer tiefer. Leute, haltet nach Haien Ausschau, okay? Und nach Killerwalen. Soll ich ihn mit dem Hammer ins Überziehen? Nein, warn mich, dann komme ich raus. Joe Valmana war früher Schwimmchampion in Kuba. Als Jugendlicher gewann er zahlreiche Turniere. Am Rumpf scheint alles in bester Ordnung. Doch an einer Seite des Schiffbootes hat sich ein tiefer Riss aufgetan. Joe Valmana ist besorgt. Steckt dahinter ein verhängnisvoller Konstruktionsfehler? Die Abora entsteht 2004 in Bolivien nach jahrhundertealten Vorlagen. Aymara-Indianer schnüren Bündel aus Totora-Schilf. Über die lockeren Papyrusstauden ziehen sie eine gewobene Matte. Sie soll den Rumpf zusammenhalten. Allein diese Seile sollen dem wasserdurchlässigen Bootskörper Stabilität verleihen. Drei Jahre später, zum Start in New York, ist das Schilf verfault. Lagerung und Transport haben dem Boot schwer zugesetzt.
Vor der Abfahrt muss Görlitz großflächige Ausbesserungen vornehmen. Die gleiche Reparatur muss jetzt unter Wasser geleistet werden. Die Nöte nehmen zu. Dummerweise haben wir länger gebraucht, als ich erwartet habe. Es ist der 5. August und ich wollte mitten auf dem Atlantik sein. Aber wir haben nur 50% der vorgesehenen Strecke zurückgelegt. Deswegen müssen wir unsere Essens- und Wasservorräte genau einteilen. Wir haben keinen Notfall, aber wenn wir weiter so langsam fahren, müssen wir über eine Rationierung der Nahrungsmittel nachdenken. Then we have to think about a little bit of reduction of not water but food. Bei ruhiger See angeln sie noch frische Nahrung aus der Tiefe des Wassers. Solche Fänge sind selten und Höhepunkte der Tagebucheintragungen. Kulinarische Freuden. Die Dosennahrung rostet und ist längst am Vergären. Görlitz kann auch der Fang nicht erheitern. Die Zeit läuft ihm davon. Doch das Wetter kann schnell auffrischen auf dem Atlantik. Mit dem Regen verschwinden letzte Ängste vor dem Verdursten. Görlitz und sein Team haben eine raffinierte Technik erdacht, um das wertvolle Süßwasser in die Tanks zu leiten. Die Menschen der Frühzeit werden niemals auf dem Atlantik verdurstet. Hier regnet es jeden Tag mindestens 3-4 Mal. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere Tanks wieder voll aufzufüllen. Und damit könnten wir eigentlich bis in die Sahara fahren, so viel Wasser können wir bunkern. Bei Windstärke 5 kommt die Abora zügig voran. Doch der Himmel verdüstert sich. Die Crew gerät bereits zum 8. Mal in einen Sturm. Die 17 Tonnen Stroh können den ständigen Walkbewegungen kaum noch standhalten. Durch die enorme Belastung reißt das Heck auf. Im Laufe des Tages verschlimmert sich die Lage. Die Abora verliert Schilf und Auftrieb. Als sich das Wetter beruhigt, kann die Crew das Heck fixieren. Trotz der dicken Taue ein instabiles Provisorium. Marc, wie ist denn die Stimmung momentan? Super, geil. Kann gar nicht besser sein, weil wir haben keinen Wind. Boot ist kaputt. Was willst du mehr? 3 Tage später hat das nächste Tiefdruckgebiet die Expedition eingeholt. 6 Windstärken treiben das Schilffloß voran. Dominik Görlitz fürchtet, dass erneut Unwetter aufziehen. Er ahnt, weiteren großen Brechern ist sein angeschlagenes Boot nicht gewachsen. Und tatsächlich, die Heckreparatur war umsonst. Die Schwachstelle bringt nun das ganze Boot in Gefahr. Doch dies ist erst der Anfang. Roterbruch mitten im Atlantik, Heck kaputt, Takelage funktioniert noch. Versuchen wir noch was draus zu machen. Jetzt sind schnelle Entscheidungen gefordert, um eine Katastrophe zu verhindern. Die Crew einigt sich auf einen Notplan. Der hintere Teil der Abora wird geräumt. Görlitz will noch immer das Heck retten. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Hallo Michael, hier ist Dominik.
grüße dich. Du, es muss schnell und kurz gehen. Nee, ist nicht alles klar. Der Sturm hat uns ganz schön mitgenommen die Nacht. Also wir haben Windstärke 7 auf jeden Fall gehabt und eine mächtig scheiß Welle, die uns ganz schön zugesetzt hat. Backbord